Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Finchi erzählt euch was. Ja, schon wieder ein erzählt euch was. Aber ihr werdet es wahrscheinlich sehen, im Hintergrund habe ich mein Greenscreen aufgebaut, sprich mein grünes Tuch aufgehängt. Und ich bin jetzt in der Küche damit. Ich habe es vorher im Wohnzimmer probiert, das war alles scheiße, weil ich so. Wir wohnen in einer Dachwohnung und dementsprechend haben wir überall Schrägen in den Wänden. Da ist das ein bisschen schwierig, dieses scheiß Tuch gerade einigermaßen aufzuhängen und dass sich die Kamera, das muss genau passen und alles. Und wie ihr seht, ich habe endlich eine Stelle gefunden. Es hängt jetzt vor meinem oder vor unserem Küchenschrank über dem Waschbecken. Ich habe ein bisschen ein paar Lampen aufgebaut und sowas alles, um zu testen, ob das funktioniert. Ja, ich hoffe, es funktioniert, weil dann würde ich jetzt irgendwas im Hintergrund einschalten. Ich weiß noch nicht genau was. Mal gucken, vielleicht ein Bild. Irgendein Video, Gameplay, ein Porno, ein Tierporno. Mal gucken, keine Ahnung. Ja, aber das ist nicht alles, was ich erzählen wollte. Und zwar, was noch viel wichtiger ist, hier mein dämlicher Greenscreen. Ich habe beschlossen, unsere Garage umzubauen. Wenn ich jetzt bald das Kinderzimmer hier fertig habe bei uns, da bin ich immer noch ein bisschen dran, dann werde ich die Garage ausbauen. Weil die Garage brauche ich nicht mehr. Wir haben vor 2 Jahren, vor 3 Jahren mittlerweile, bei uns vom Haus eine Einfahrt gemacht mit Stellplätzen. Und seitdem steht die Garage mehr oder weniger leer. Da stehen halt Winterreifen drin und was man so in der Garage alles findet. Geräte und Holz und keine Ahnung was alles. Das werde ich alles rausschmeißen, weil das ist eh alles überflüssig. Und dann werde ich mir da meinen eigenen Computer, Zock, PlayStation, Videoaufnahmeraum, was auch immer draus machen. Aber das Coolste an der Sache ist, ich hatte eigentlich nur gedacht, dass ich da halt ein bisschen tapeziere und eine Heizung reinbaue und mir neue Strom dahin lege und dann da ein bisschen einfach das Tor lasse. Aber mein Onkel hatte die glorreiche Idee, wir könnten ja im Sommer das Tor rausbauen, das Ganze zumauern, ein Fenster und eine Türe reinmachen. Dann könnte ich sofort aus diesem Raum heraus nach draußen gehen und durch den Keller wieder hier hoch und da ist eine Stahltür davor. Ich kann da laut sein bis mitten in der Nacht. Das wäre echt der absolute Wahnsinn. Das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, im Sommer. Wir haben jetzt April, wollte ich schon sagen. Wir haben jetzt Februar. Wie gesagt, ich denke mal so, Spätsommer wird das vielleicht was werden, wenn dann hier mit unserer Tochter mal alles soweit okay ist und die zu Hause ist und das Kinderzimmer, wie gesagt, fertig ist und bla bla bla. Dann werde ich mich da mal dran geben, mit meinem Onkel zusammen. Und da ich diesen Raum wirklich nur für mich mache, sprich, da kommt eine Couch rein, mein Fernseher kommt da rein, Computer kommt natürlich da rein, ich mache mir eine Aufnahmeecke und eine Garage ist ja nun, also nur für einen Zockerraum relativ groß, sage ich mal. Deswegen ist da noch genug Platz für sämtlichen anderen Unsinn. Und ich möchte euch da ein bisschen, vielleicht seid ihr auch kreativ und habt noch Vorschläge, was man da machen kann. Also wie gesagt, mein Computer kommt rein, PlayStation kommt rein, mit dem Fernseher kommt rein. Vielleicht kaufe ich mir dafür dann noch einen großen Fernseher. Ich weiß es noch nicht, wie das Geld alles hinhaut bis dahin. Ich mache mal Vorschläge, was könnte man in so einem Raum noch reinbauen? Ein Arbeitskollege meinte schon einen Billardtisch. Solange das Garagentor noch drin ist, kann man ja super einen Billardtisch da reinsetzen. Aber ein Billardtisch ist dann doch zu groß und ich bin auch gar nicht so der Billard-Fan. Macht einfach mal Vorschläge, was man da machen könnte. Ein paar Sachen, die habe ich auch schon selber so mir überlegt, wie zum Beispiel den Kühlschrank. Klar, ein Kühlschrank muss rein. Eine kleine Ecke mit einer Mikrowelle, damit ich was zu essen warm machen kann. Was ich mir dann aus der Nachbartür durch die Stahltür direkt im Keller holen kann. Da steht nämlich in der Gefriertruhe. Ja, macht mal Vorschläge, was euch alles so einfällt. Egal wie verrückt das ist, vielleicht kann ich ein bisschen was umsetzen. Und ich hatte mir auch überlegt, das ist das nächste noch, diesen Raum, wenn ich das mache, alles ein bisschen zu dokumentieren mit Videos und mit Bildern und sowas alles. Und dann könnt ihr immer schön sehen, falls es euch interessiert, wie sich dieser Raum entwickelt. Ja. Mal gucken, was daraus wird. Wie gesagt, es kann auch dauern. Freut euch nicht zu früh oder ich sollte mich vielleicht nicht zu früh freuen. Wir werden sehen. Ja, im Grunde war es das schon. Mein toller Greenscreen. Ich hoffe, er funktioniert. Werde ich gleich sehen. Dann mein Raum. Ich lade gerade im Hintergrund ein neues Finchi zeigt euch was hoch. Das habe ich gerade eben aufgenommen. Also und ich hoffe, man hört es nicht zu sehr oder man hört es vielleicht auch gar nicht. Die Spülmaschine läuft und ich stehe gerade vor unserer Spülmaschine.
leider konnte ich nicht warten, weil das dauert noch 35 Minuten, bis die fertig ist. Und bis dahin wird meine Frau wieder da sein. Und wenn ich dann mitten in der Küche stehe mit einem grünen Tuch im Hintergrund und erzähle euch irgendwas von meinem Raum, dann denkt ihr auch, ja, gut. Das war's schon. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.